Ja, hallo Freunde, in dem folgenden Video geht es um Windows 10 und zwar darum, wie wir das zurücksetzen können, ja, wenn das nicht mehr funktioniert oder nicht mehr richtig funktioniert oder warum auch immer wir das machen wollen. Diese Option ist seit Windows 8 in den Windows mit integriert als Standardfunktion sozusagen. Und das möchte ich euch einmal kurz zeigen, ja, wo ihr das findet und wie das geht. Und zwar, wenn wir jetzt hier auf dem Windows-Start-Button hier einmal draufklicken, auf Einstellungen, hier auf Update und Sicherheit, ja, einmal draufklicken und hier wählen wir Wiederherstellung aus, ja, dieses Menüpunkt. Hier haben wir einmal zwei Optionen. Erstmal hier, das ist was uns jetzt erstmal interessiert. Die erste hier, diesen PC zurücksetzen. Hierzu werden wir gleich auch noch mal kurz kommen zum erweiterten Start. Ja, ich gehe jetzt mal hier auf dem PC zurücksetzen. Ja, auf Los geht's. Und hier haben wir einmal zwei Möglichkeiten, zwei Optionen. Ja, einmal können wir das so zurücksetzen. Das ist so wie eine Windows-Neuinstallation, nur dass die eigenen Dateien, die persönlichen Daten, ja, was wir ja an Bilder, Musik und so weiter auf dem Rechner gespeichert haben, erhalten bleiben. Ja, nach dem Neustart. Genau, natürlich nur das, was in unserem Benutzerverzeichnis ist, ja, in unserer User-Verzeichnis, ja, Downloads, Dokumente und so weiter, das bleibt erhalten. Die Programme, Updates und Treiber, die wir installiert haben, die sind dann weg, ja, die muss man nochmal neu installieren. Genau, hier steht nochmal, da wird jetzt, wenn wir jetzt zurücksetzen, nach dem Neustart nochmal eine Liste erstellt mit den Apps und Programmen, die deinstalliert wurden. Genau, die können wir dann ja, wieder installieren nach und nach. Die zweite Möglichkeit ist ja alles zu entfernen. Ja, da wird Windows komplett zurückgesetzt. Das ist so wie Werkeinstellung halt sozusagen. Da wird alles, also die Apps, Programme, Treiber, Updates und auch unsere Daten, alles, was wir gespeichert haben in unserem ja, User-Verzeichnis, das wird auch alles mitgelöscht. Ja, also das ist dann sozusagen wie Werkeinstellung nach dem Neustart. Das ist einmal hier die eine Möglichkeit hier. Ich klicke mal jetzt auf Abbrechen, beziehungsweise wir können hier noch mal schauen, was. Wenn wir jetzt auf Weiter klicken, das war jetzt mit alles. Ach genau. Wenn wir jetzt auf alles entfernen klicken, ja, ich habe das jetzt, ich gehe nochmal zurück, hier geklickt, ja, auf alles entfernen. Und hier haben wir dann nochmal zwei Möglichkeiten. Und zwar einmal werden, also nur die Dateien entfernen. Das wird zurückgesetzt. Das wählen wir aus, wenn wir den Rechner behalten und einfach nur auffrischen, neu installieren möchten. Wenn wir den Rechner aber verkaufen oder weggeben, dann sollten wir hier dieses also entfernen und Laufwerk bereinigen wählen. Das dauert ziemlich lange, denke ich, einige Stunden steht hier. Da werden aber, ja, wenn wir das wie gesagt weggeben, dass die Daten dann nicht mehr so leicht wiederhergestellt werden können. Die wir unsere persönlichen Daten, ja. Genau, das ist hier, ja, je nachdem. Ich gehe nochmal zurück und jetzt haben wir, das war jetzt die eine Möglichkeit, wenn der Rechner noch startet. Wenn der Rechner aber gar nicht mehr startet, da brauchen wir dieses erweiterte Start hier. Da brauchen wir natürlich allerdings einen hier USB-Stick oder DVD. Ja, um davon zu booten. Die DVD, die ihr von dem ja, Händler bekommt habt, vom Hersteller oder Händler bekommen habt,
einfach reinlegen und dann davon booten. Oder vielleicht wir haben uns einen USB-Stick erstellt und booten davon. Da müssen wir aber auch irgendeine F-Taste drücken, dann ist das ist herstellerabhängig, glaube ich. Und dann kommen wir zu dieser erweiterten Start. Ja, das findet ihr irgendwie im Handbuch oder Rechner. Ich mache das jetzt mal, dann sieht es so aus. Das dauert jetzt einen kleinen Moment. Und genau, dann haben wir hier drei Optionen. Einmal hier fortsetzen, da wurde Windows normal gestartet. Rechner ausschalten, das interessiert uns alles nicht. Wir wählen hier Problembehandlung, ja. Und hier haben wir nochmal diese zwei Möglichkeiten, hier den PC zurückzusetzen, ja. Und aber hier haben wir einmal diese erweiterte Optionen und hier haben wir nochmal ein paar Optionen. Und zwar hier können wir den System wiederherstellen auf einen früheren Zeitpunkt, ja, zum Beispiel, wenn wir jetzt ein Programm, einen Treiber, irgendwas installiert haben und Windows nicht mehr startet, dann haben wir jetzt die Möglichkeit, dieses, ich klicke mal drauf, Windows wiederherzustellen zu einem früheren Zeitpunkt, einfach ja, also zu einem Zeitpunkt, bevor wir dieses Programm installiert haben oder vielleicht wir haben was falsch konfiguriert und Windows startet dann auch nicht mehr. Ja, da haben wir hier oben die Möglichkeit, wenn wir ein, ich werde jetzt hier nichts haben, aber hier wählen wir nochmal unsere ja, Benutzername und Passwort. Und jetzt, genau, jetzt sucht ihr nach einem Wiederherstellungspunkt. Ich habe jetzt hier keins, aber das ist okay. Genau, hier nochmal zurück. Hier haben wir nochmal die Möglichkeit, eine Image wiederherzustellen, nach komplett, ja, nach, wenn wir uns eine ja, Image erstellt haben. Hier können wir eine Konsole, eine Kommandozeile starten und so weiter. Hier haben wir die Möglichkeit, Laden von Windows verhindert. Genau, einmal Starthilfe hier, wenn Windows nicht mehr startet. Da wird jetzt irgendwie geguckt, warum und versucht, das zu beheben. Ja, ich gehe mal zurück einfach. Und hier war noch mal eine Option mit dem Starteinstellungen hier. Hier können wir zum vorherigen Bild zurückkehren. Ja. Und hier haben wir noch mal ein paar Möglichkeiten, neu starten. Wenn das jetzt, das ist jetzt ja einmal den Bug-Modus aktivieren oder mit niedriger Auflösung starten, wenn da irgendwie Probleme gibt mit der Grafik, abgesicherter Modus, Treibersignatur deaktivieren und so weiter. Ja, wenn wir jetzt neu starten, dann haben wir jetzt hier, bekommen wir das Menü und dann können wir was auswählen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das dauert. Wahrscheinlich nicht so lange. Genau, hier sind wir schon. Und ja, hier können wir dann eben irgendwas auswählen, was wir hier brauchen. Ja, genau, das war's auch schon alles. Ich hoffe, dass ich euch damit irgendwie helfen konnte. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einen Kommentar hinterlassen, wenn es euch ja, gefallen oder geholfen hat. Über ein Like und oder ein Abo freue ich mich natürlich auch. Ja, danke fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal.